Von der Sonne verwöhnt, liegt inmitten herrlicher Wälder Baiersbronn. In dieser weltberühmten Gourmet-Gemeinde fand zum dritten Mal die Baiersbronn Classic statt, mit der an das erste Motorsportereignis nach dem Krieg in Deutschland erinnert wird, dem Ruhestein-Bergrennen von 1946. 2015 starteten zu dieser dreitägigen historischen Rallye 135 Teams mit außergewöhnlichen Automobilenklassikern von 1927 bis 1975. Eng gesäumt ist der Startbereich am Rosenplatz, wenn die Vorkriegsfahrzeuge die Rallye eröffnen. Auf die Teilnehmer warten 518 abwechslungsreiche Kilometer bis in die Weinregion der Ortenau, sorgfältig dokumentiert im Roadbook, dem gedruckten Navi. Stille, vom Tourismusstrom fast vergessene Straßen führen durch eine Zauberlandschaft, in der Bilder aus uralten Märchen vom Schwarzwald und seinen meterhohen Tannen und den schier undurchdringlichen Wäldern wach werden. Kurven über Kurven, gute Straßen und kaum Verkehr. Für Oldtimer-Fahrer das wahre Paradies. Es ist gerade die Zeit der Weinlese, als der Tross der Oldtimer durch die Ortenau zieht. Die süßen Trauben wachsen rechts und links des Weges und manche sind so verlockend, dass man die Zeit fast vergisst und sich beinahe auf Extratouren einlässt. Auf Schloss Stauffenberg mit einem atemberaubenden Blick in die Rheinebene bis nach Straßburg wird Mittagspause gemacht. Was wäre der Schwarzwald ohne die romantischen Fachwerkhäuser und Dörfer mit üppigem Blumenschmuck? In Gengenbach, der einst freien Reichsstadt, präsentiert sich das Museum auf Rädern vor dem über 200 Jahre alten Rathaus. Ein einzigartiges Kulturdenkmal ist der Klausenbauernhof bei Wolfach aus dem 16. Jahrhundert. Bei der Baiersbronn Classic geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit. Dafür wird höchste Präzision im Cockpit bei den rund 20 Wertungsprüfungen gefordert. Statt elektronischem Schnickschnack dürfen nur mechanische Uhren verwendet werden. Eine echte Herausforderung, denn schon eine Hundertstelsekunde Abweichung von der Sollzeit ergibt einen Strafpunkt. Schwarzwaldrallye für Genießer lautet das Motto der Baiersbronn Classic. Wo sonst gibt es fliegende Verpflegung, die vom Sternekoch persönlich ins Fahrzeug gereicht wird? Jörg Sackmann verwöhnte die Teilnehmer direkt vor seinem Hotel in Schwarzenberg. Und das Team der Traube Tonbach überreichte einen lukullischen Gruß bei der Durchfahrtskontrolle im idyllischen Nordrach. Willkommen im Jahr 1946, heißt es am letzten Tag. Damit wird bei der Baiersbronn Classic an das legendäre Ruhestein-Bergrennen erinnert. Die erste Motorsportveranstaltung nach dem Krieg in Deutschland, bei der über 30.000 Zuschauer ein Stück Lebensfreude wiedergefunden haben. Motorsport fasziniert, auch 70 Jahre später. Nach der Erstürmung des Ruhestein erleben die Teilnehmer noch einmal die ganze Faszination der Landschaft rund um Baiersbronn. Nach genau 518 erlebnisreichen Kilometern ist die dreitägige Schwarzwaldfahrt wieder zu Ende. Zur Erinnerung an Baiersbronn wird noch ein Beziehungskistle mit Leckereien aus der Region ins Auto gereicht. Krönender Abschluss ist der Galaabend in der festlich dekorierten Schwarzwaldhalle. Die Spitzenhäuser der Gourmet-Gemeinde Baiersbronn überraschten die Gäste mit einem fulminanten Galadinner. Natürlich wurden auch prächtige Pokale und wertvolle Preise an die erfolgreichsten Teams überreicht. Mit einem spontanen Auftritt und seinem ersten Song hat Peter Kraus die Stimmung bei der dritten Baiersbronn Classic auf den Punkt gebracht. Das war der Hammer! Auf Wiedersehen und Wiederhören vom 22. bis 25. September bei der Baiersbronn Classic 2016.